Hallo alle zusammen. Sehen Sie, wie Sie die funktionalen Eigenschaften der Einstellungen und der Schnittstelle des neuen Windows 11 Betriebssystems ändern können, die nicht jedem gefallen. Jedes größere Windows-Version-Update ändert einige Benutzergewohnheiten. Einige Änderungen sind gut, andere können schlecht sein. Es gibt eine Reihe von Änderungen im Betriebssystem Windows 11, die viele Benutzer als die schlechtesten Funktionen ansehen und gerne ändern würden. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie das Betriebssystem anpassen und benutzerfreundlicher gestalten können. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Benutzer eines einfachen Desktop bevorzugen, hat Microsoft beschlossen, das Kontextmenü zu verkleinern. Und Sie müssen mehrere Klicks machen, um ein vollständiges Kontextmenü zu öffnen, anstatt nur einen. Windows 10 öffnet ein rechtsklick, ein vollständiges Kontextmenü, in dem alles aufgelistet ist, was Sie mit dem Element tun können. Die neue Version des Betriebssystems bietet nicht mehr als 5 Menüpunkte. Um das vollständige Menü zu öffnen, klicken Sie hier Erweiterte Optionen anzeigen oder drücken Sie Umschalt plus F10. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie eine Korrektur in der Registrierung vornehmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü, Ausführen, geben Sie Regelgit in das Feld ein, OK. Navigieren Sie in dem sich öffnenden Registrierungsfenster zu folgenden Pfad. In diesem Abschnitt müssen Sie einige neue Parameter erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner CRSID erstellen, positionieren, geben Sie ihm einen Namen vor. Dann erstellen Sie in dieser Partition eine weitere Partition mit diesem Namen. Gehen Sie dann zur erstellten Partition, markieren Sie hier den Parameter Standard, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Parameter Ändern und setzen Sie ihn dann anstelle von Wert nicht zugewiesen auf einen leeren Wert OK. Schließen Sie dann den Registrierungseditor und starten Sie das System neu. Nach dem neuen Start sieht das Kontextmenü wie folgt aus. Die nächste Einstellung betrifft das Explorer. In Windows 11 ist der Explorer im Wesentlichen derselbe wie im vorigen Modell, mit dem einzigen Unterschied, dass es kein Menüband gibt und viele der üblichen Menüpunkte wie Erweiterungsanzeigen im Untermenü Einstellungen versteckt sind. Das ist nicht sehr praktisch. Um das Problem zu lösen, gehen Sie im Registrierungseditor zu folgenden Pfad. Erstellen Sie hier einen Registrierungsabschnitt mit der Bezeichnung Blocked und öffnen Sie ihn dann. Erstellen Sie einen neuen Stringwert und nennen Sie ihn mit diesem Namen. Schließen Sie dann den Registrierungseditor und starten Sie den Computer neu. Öffnen Sie den Explorer und überprüfen Sie die Änderungen. Das Menüband sieht nun wie gewohnt aus. Im Windows 11 befindet sich das Startmenü standardmäßig in der Mitte des Bildschirms und nimmt bei weniger Symbolen mehr Platz ein als in Windows 10. Noch schlimmer ist, dass Sie ein zweites Mal klicken müssen, um eine Liste aller Ihren Anwendungen zu sehen. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, die klassische Taskleiste mit einem Open Shell Dienstprogramm eines Listenbilders oder durch Bearbeiten der Registrierung wiederherzustellen. Wählen Sie im Programmfenster den Stil des Startmenüs aus und markieren Sie das Feld Startfläche ersetzen, OK. Das klassische Startmenü wird nun geöffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken. Auch das Standardmenü bleibt unverwendet. Die Möglichkeit, über die Registrierung zum klassischen Menü zu wechseln, die in früheren Boots funktionierte, funktioniert nicht mehr. Die zweite Methode funktioniert immer noch, aber das Startmenü, Cortana und die Suchhaltsflächen sind nicht aktiv, aber in Verbindung mit dem Dienstprogramm
OpenShell ist diese Methode durchaus praktikabel. Um die Registrierung im Editors-Fenster zu bearbeiten, gehen Sie zu Path. Erstellen Sie hier einen neuen Word-Parameter, 32-Bit mit dem Namen, und setzen Sie den Wert auf 1. Nach dem neuen Start müssen Sie die Anzeige von Systemsymbolen, Uhr, Lautstärke und Netzwerk konfigurieren. Gehen Sie dazu im Ausführungsfenster Folgendes ein. Wählen Sie hier das Element aus, um die Systemsymbole ein- und auszuschalten, und schalten Sie die Uhr, Lautstärke, Netzwerk und Eingangsanzeige ein. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. In Windows 11 wurde auch die Funktion zur einfachen Großänderung der Taskleiste entfernt, sodass nur noch die Möglichkeit besteht, zwischen einer der drei möglichen Größen klein, mittel oder groß zu wählen, ebenfalls über die Registrierung. Navigieren Sie im Registrierungseditor zu. Erstellen Sie einen neuen Wortwert, 32-Bit, und nennen Sie ihn Taskbar-C. Öffnen Sie den hinzugefügten Parameter und setzen Sie den Wert auf 0,1 oder 2. Diese sind jeweils klein, mittelgroß oder groß. Nachdem Sie die Änderung vorgenommen haben, schließen Sie den Registrierungseditor und starten Sie den Computer neu. In Windows 10 können Sie die Taskleiste am oberen oder seitlichen Rand des Bildschirms platzieren. In Windows 11 gibt es diese Funktion jedoch nicht. Und es gibt keine offiziell unterstützte Möglichkeit, die Taskleiste in Windows 11 zu verschieben. Wenn Sie die Taskleiste verschieben möchten, können Sie Software von Drittanbietern wie Start 11 verwenden. Sie können die Registrierung verwenden, um die Taskleiste an den oberen Rand des Bildschirms zu verschieben. Öffnen Sie den Editor. Und navigieren Sie zu. Öffnen Sie in diesem Verzeichnis den Parameter Settings und ändern Sie hier den fünften Wert in der zweiten Zeile von 03 auf 01. Öffnen Sie dann den Taskmanager und starten Sie den Explorer neu. Nach dem neuen Start des Explorers erscheint oben auf dem Bildschirm die Taskleiste mit Uhr, Lautstärkeregler und so weiter. Wenn Sie mehrere Monitore verwenden, müssen Sie für eine korrekte Anzeige alle Schlüssel in diesem Ordner ändern. MM Stück Herz 3. Windows verwendet Microsoft Edge als Standardbrowser. In Windows 10 war es möglich, während der Installation einen anderen Browser als Standardbrowser festzulegen. In Windows 11 müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Sie müssen das Programm manuell ändern, um die folgenden Dateien zu öffnen: HTML, SW, XHT und so weiter. Denn wenn Sie in der Menüsuche auf einen Link klicken, wird Edge anstelle des Standardbrowsers Ihrer Wahl geöffnet. Um die zu beheben, öffnen Sie Einstellungen, Anwendungen, gehen Sie zu Standard Anwendungen, scrollen Sie nach unten und suchen Sie Microsoft Edge.
ändern Sie hier jeden der Werte. Klicken Sie auf die Erweiterung und wählen Sie den gewünschten Standardbrowser aus. Mit dem neuesten Update für Windows 10 wurde eine Funktion eingeführt, die die aktuelle Temperatur und das Wetter in das Feld links neben dem Lautstärkeregler und der Uhr anzeigt. In Windows 11 wurde diese Funktion entfernt. Sie müssen zusätzliche Programme installieren, zum Beispiel Wetterbar oder Wetterbuch, um dieses Widget wieder zu erhalten. Dies sind kostenlose Widgets, die in der Taskleiste platziert werden und das Wetter anzeigen. Ein weiteres Merkmal von Windows 11 ist, dass OneDrive vorinstalliert und so eingestellt ist, dass es bei jedem Start des Betriebssystems gestartet wird. Um dies zu beheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Cloud-Symbol, öffnen Sie die ein. In Windows 11 ist es nicht möglich, eine Kachel aus der Taskleiste zu entfernen, indem man einfach mit der rechten Maustaste darauf klickt. Mini-Anwendungen, Aufgabeansicht, Chart und Suche. Um nicht benötigte Kacheln zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und öffnen Sie die Taskleiste-Optionen, wo Sie nicht benötigte Kacheln deaktivieren können. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.